Hallo, lieber Wassermann, hier ist Tanja und wir schauen heute ins Lightseers Tarot, um herauszufinden, was es für dich Schönes gibt im Dezember 2023. Deine erste Karte, der Hierophant, die Karte des Stieres. Deine zweite Karte, Sieben der Schwerter. Darf ich hier bitte gleich mal fragen, warum ist die 7 der Schwerter hier? Warum? Warum ist die 7 der Schwerter hier? 3 der Stäbe. Und dann zu guter Letzt noch eine Karte für unseren Wassermann im Dezember, bitte. Dankeschön. 8 der Schwerter. Gibt es einen Rat, wie wir aus der 8 der Schwerter-Energie herauskommen? Gibt es da einen Rat? Danke. Die 3 der Münzen. So, mein lieber Wassermann, deine dominante Energie ist die Energie des Stiers, der Hierophant. Diese Karte steht natürlich für Sicherheit, Stabilität. Das heißt, du wünschst dir vielleicht mehr Sicherheit und Stabilität. Vielleicht wünschst du dir etwas Dauerhaftes. Das kann eine dauerhafte Festanstellung sein oder eine dauerhafte Beziehung zu einem Partner. Hier mit dieser Karte ist es auch gut möglich, dass du das bald eingehen kannst, dass du einen Vertrag vielleicht unterschreibst für eine längerfristige Miete oder eine längerfristige Arbeit, vielleicht sogar einen Ehevertrag, ja? Hierophant spricht immer von längerfristigen Dingen und er kann auch sprechen von größeren Organisationen oder Ämtern. Das heißt, vielleicht ist es eine große Firma, bei der du dich beworben hast. Man sieht hier auch, du hast gewartet. Ja? Du hast gewartet darauf, dass die richtige Chance für dich kommt, die perfekte Welle, auf die du dann draufspringen kannst. Wir haben hier die 7 der Schwerter. 7 der Schwerter heißt, etwas ist im Dunkeln, im Unklaren, etwas wird dir vorenthalten. Vielleicht sogar von jemandem bewusst vorenthalten in böser Absicht. Der sagt dir nicht alles, der verrät dir nicht alles. Das heißt zum Beispiel, mal angenommen, du hast dich beworben für eine langfristige Stelle und du wartest und wartest auf die Antwort von dieser Firma oder wo auch immer du dich da beworben hast und dann kommt aber jemand, macht deinen Computer auf, sieht diese E-Mail mit der Antwort, ja, wir würden sie zu einem Vorstellungsgespräch einladen und der löscht sie dann einfach, sodass du sie nicht siehst und du gar keine Ahnung hast, dass die reagiert haben. Das ist so eine klassische Situation. Daher bitte pass auf deine 7 Sachen auf, pass auf, dass niemand deine Passwörter kennt, dass niemand an deine Geräte gehen kann. Pass auf, dass du nicht alles, was deine Pläne sind, jemandem erzählst, dass du nicht erzählst überall, dass du dich wo beworben hast und so. Pass einfach auf, dass deine Privatsphäre bleibt. Dann haben wir noch die 8 der Schwerter. 8 der Schwerter bedeutet, du fühlst dich irgendwo eingeengt und gezwungen, irgendwo zu sein oder zu bleiben. Du fühlst dich so, als ob du da nicht ausbrechen kannst aus dieser Situation. Du hast das Gefühl, du bist in einer Art Knebelvertrag oder Knebelbeziehung. Du hast das Gefühl, du kannst hier nicht frei atmen, dich nicht frei bewegen, ja? Dann habe ich gefragt, wie kommen wir denn aus dieser Situation heraus? Die Antwort ist entweder A, du nimmst ein bisschen Geld in die Hand und investierst in etwas Neues, zum Beispiel in eine neue Ausbildung, in eine Weiterbildung, die dir dann wieder Türen eröffnet für solche Sachen wie diese Bewerbung. Oder du versuchst dich weiterhin zu bewerben bei anderen Jobs. Zum Beispiel, wenn du, sagen wir, in einer toxischen Arbeitsbeziehung bist, du bist auf einer toxischen Arbeitsstelle, dann bewirb dich einfach so gut du kannst anderswo und baue dir vielleicht ein zweites Standbein auf. Weil wir sehen hier ganz deutlich, du stehst nur auf einem Bein. Bitte baue dir ein zweites Standbein auf, sodass du nicht zu 100% abhängig bist von diesem toxischen Arbeitsplatz, wo es dir nicht gut geht. Dann schauen wir noch auf den Boden des Deckes, die 2 der Stäbe. Hier ist eine Entscheidung fällig. Im Dezember musst du dich entscheiden, soll ich gehen oder bleiben? Soll ich in meiner Komfortzone sitzen bleiben oder soll ich ins große Abenteuer gehen und ein Risiko eingehen und es wagen, in die große, weite Welt zu gehen? Ja? Diese Entscheidung, die kannst nur du treffen, da kann dir keiner sagen, was richtig oder falsch ist. Es gibt sowieso kein Falsch. Ja? Es gibt keine falsche Entscheidung. Jede Entscheidung, die du triffst, führt zu einer neuen Lernaufgabe, zu einer neuen Situation, in der du wieder etwas dazulernst. Das heißt, egal welche Entscheidung du triffst, es ist immer die richtige. Ja, es gibt eigentlich kein Falsch. Es gibt allerhöchstens günstig und ungünstig.
So, das war's, mein lieber Wassermann. Ich hoffe, es hat geholfen. Lass ein Like unter dem Video. Sag mir vielleicht auch ganz gerne in den Kommentaren, wie es dir gefallen hat. Und natürlich freue ich mich über einen weiteren Abonnenten auf meinem Kanal. Das Abo ist wie immer gratis. Tschüss, Baba!